Herzlich willkommen zu diesem Video der Baum- und Rebschlüsselschreiber. Ihr seht, heute haben wir ganz besondere Bäume neben uns. In diesem Video geht es nämlich um Säulenbäume bei Kern- und Steinobst. Viel Spaß! Das Besondere an den Säulenbäumen hier ist, dass sie, wie ihr seht, einen ganz kompakten, gedrungenen und sehr aufrechten Wuchs haben und deswegen wirklich schlank bleiben. Säulenbäume sind also besonders gut geeignet, wenn man nicht viel Platz in seinem Garten hat, denn die kann man bereits alle 75 cm setzen. Das ist so, wie es wir hier in dieser Anlage haben. Ihr seht, hier ist aber sogar noch etwas Platz. Man könnte sogar bis auf einen halben Meter zusammengehen. Das, was ich hier erzähle, mit diesen besonders engen Abständen, gilt für Apfelbäume. Von diesen Säulenapfelbäumen gibt es verschiedene Sorten, Sommer-, Herbst- und Wintersorten. Also man kann sowohl schon im Sommer welche genießen, als auch dann lange lagern. Und was hier wichtig zu erwähnen ist, es sind immer spezielle Kolumnarsorten. Also beispielsweise ein normaler Gala ist einfach kein Säulenbaum, der wächst automatisch ausladender, breiter, spindelfreudig. So schlank kann man eigentlich nur wirklich mit diesen Kolumnarsorten bleiben und so schlank, wie wir es hier zeigen, geht es auch nur beim Apfel. Wer einen Lieblingsapfel hat und diesen gerne ebenfalls schlank setzen möchte, gibt es auch tolle Möglichkeiten. Das steuert man in erster Linie durch eine schwachwüchsige Unterlage, im Regelfall M9. Die erlaubt es uns, alle anderen Sorten auch auf einen Meter zu pflanzen beim Apfel. Also ist ebenfalls schon sehr, sehr dicht. Wenn man dann M9 pflanzt, hat man jetzt verschiedenste Möglichkeiten. Man kann eigentlich alle Sorten, die bekannten Golden Delicious, Gala und so weiter, scharfresistente Sorten wie Topaz, aber auch alte Sorten wie Grand Prinz Rudolf, Cox Orange. Schaut vielleicht, wenn ihr Zeit auf unserer Homepage, da habt ihr jede Menge Sorten beschrieben. Die kann man dann auch bis auf einen Meter zusammenpflanzen. Wir finden Kolumnarsorten, Säulenbäume eine tolle Sache beim Apfel, weil die meisten neuen Sorten sehr robust sind und extrem einfach zu pflegen. Und den Schnitt bei den Kolumnarsorten, den schauen wir uns jetzt gleich mit euch an. Wir haben hier bei diesen Säulenbäumen schon einmal im Sommer geschnitten. Und der Schnitt hier beschränkt sich eigentlich darauf, dass man nur steile Äste hier im Baum, wie zum Beispiel diese, entfernt, wenn sie entweder zu stark werden, der entspringt hier unten, wenn sie entweder im Baum zu stark werden oder zu ausladend werden, dass sie dann einfach keine wirkliche Säule mehr darstellen. Wenn man jetzt solche Äste im Baum hat, entfernt man die dann unten einfach ansatzlos, damit kein Baum im Baum entsteht. Wir zeigen euch da jetzt einmal, wie schlank, wie durch und durch schlank solche Bäume sein können. Schwenken wir da vielleicht einmal kurz von oben nach unten. Ich stelle mir da einmal her und greife nach oben, damit ihr seht, wie groß der Baum ist. Auch die Säulenbäume werden circa 3 Meter groß, wie normale Spindelbäume auf M9. Gehen wir auch vielleicht mal kurz hier runter. Hier unten hätten wir zwei Äste. Die solche Äste werden, wo wir empfehlen, sie zu entfernen. Ganz einfach deswegen, dass hier keine Bäume im Baum entstehen, beziehungsweise sind die für einen Säulenbaum eigentlich schon relativ breit. Hier wieder, also nehmen wir sie einfach raus und leiten hier auf einen kurzen Fruchtspieß ab. Zu Beginn habe ich erwähnt, wie schlank wir hier pflanzen. Da möchte ich jetzt noch hinzufügen, so schlank geht es nur beim Apfel. Wie es bei anderen Obstarten ausschauen kann, wie zum Beispiel Marille oder Zwetschge, das schauen wir uns gleich an. Kommt's mit! Jetzt sind wir mit euch hier vor der Zwetschgensorte Topa. Topa ist eine besonders reich tragende, für eine Zwetschge schlank wachsende Sorte. Im Vergleich dazu habt ihr hier eine Sorte mit einem normalen breiten Wuchs, die einfach etwas kräftiger ist. Auch hier bei so schlanken Zwetschgen wie zum Beispiel der Topa empfehlen wir aber auf zumindest 1 bis 1,5 Meter zu pflanzen. Wenn man möchte, kann man sie sogar normal, wie wir andere Steinobstbäume empfehlen, auch auf 2 Meter pflanzen und einfach etwas breiter ziehen. Wenn wir jetzt so wie in diesem Fall die Topa möglichst schlank haben möchten, dann entfernen wir auch hier einfach nur besonders steile Äste, die ihr hier zum Beispiel seht, die auch in einem Jahr 50-60 cm Neutriebzuwachs haben können. Wenn man diese jetzt 2-3 Jahre belassen würde,
jedes Jahr 50 cm, hat man auch 1,5 Meter lange Triebe und dann eigentlich wieder einen normalen breiten Spindelbaum. Wir entfernen hier unten jetzt nur die einjährigen Triebe, die etwas zu breit gewachsen sind, und machen das hier auf nach außen stehende Fruchtspieße. Hier haben wir zum Beispiel einen, der steil mitten in die Krone hineinwächst. Auch den entfernen wir und kommt vielleicht ein bisschen näher. Hier haben wir jetzt Holz, das auch schon sehr weit nach außen steht, das eigentlich nicht mehr typisch ist für einen schlanken Säulenbaum. Da schneiden wir jetzt sogar ins mehrjährige Holz zurück und leiten hier ebenfalls auf die nach außen stehenden Fruchtspieße ab. Wenn wir jetzt hier den unteren Baumbereich fertig geschnitten haben, kümmern wir uns auch noch um die Mitte. Ich habe vorhin schon erwähnt, Topper ist eine besonders reich tragende Zwetschgensorte. Und ihr seht hier diese vielen, vielen kurzen Spieße, die voll mit Blütenknospen sind. Das können dieses Jahr wieder alle Früchte werden. Und im letzten Jahr waren so viele Früchte, dass sich der hier richtig gehend nach unten gebogen hat, auf die Seite gebogen hat. Damit dieser Mitteltrieb im nächsten Jahr nicht abbricht, kürze ich den hier jetzt circa 30 cm ein, beziehungsweise leite ihn auf einen kurzen Spieß ab. Einfach nur, damit er dann vorne nicht abbrechen kann und das eigene Gewicht erhält. Falls man Säulenbäume in der Höhe begrenzen möchte, gelten die gleichen Regeln wie auch bei Spindelbäumen. Auf flaches, nach außen stehendes Holz ableiten, um einfach nicht noch mehr Wachstum anzuregen und auf keinen Fall zusätzlich anschneiden und schon gar nicht zu weit zurückschneiden. Wir befinden uns jetzt vor ganz besonders schlank wachsenden Kirschenbäumen. Zum Kirschbaumschnitt an sich haben wir auch schon mal ein Video gedreht, das verlinke ich euch an dieser Stelle in der Infokarte, schaut euch das auch unbedingt an. In dem haben wir schon einmal gezeigt, dass wenn man hier 3-4 cm nach der Basis der einjährigen Triebe schneiden würde, dass dann dahinter ausschließlich Blütenknospen sich befinden, hier sich die Basis mit Früchten abtragen würde, kein neuer Triebwuchs mehr stattfindet und man so einen Baum ganz besonders schlank halten könnte. Wenn man diese Triebe hier, die einjährigen, lang hält, nicht zurückschneidet, dann könnte zum Beispiel so ein Fall hier eintreten. Hier haben wir jetzt einen zweijährigen Ast, der hier lauter kleine Bouquet-Triebe hat. Bouquet-Triebe sind diese Blütenbüschel hier. Diese Äste sind dann jetzt besonders reich tragend, können sich durch ihr eigenes Gewicht, durchs Fruchtgewicht, dann auch etwas absenken und so ebenfalls beruhigen. Wenn man jetzt die einjährigen Triebe lang lässt, hier sich die zweijährigen damit Bouquet-Triebe garnieren lässt, kann man auch weiterhin außen noch Wachstum haben. So wie hier, der ist zum Beispiel super schön ruhig geworden, hat hier vorne nicht einmal mehr 10 cm einjähriges Holz gebildet. Wenn man sich das hier anschauen, hier haben wir da wieder die vielen fruchtbaren Bouquet-Triebe und vorne aber sicher noch 40 cm einjähriges Holz. Auch hier kann ich jetzt den gleichen Schnitt anwenden, wie ich vorhin schon erklärt habe. Einfach 3-4 cm vor der Triebbasis das einjährige Holz einkürzen, dann sind hier an der Basis ausschließlich Blütenknospen und das ist die beste Wuchsbremse. Auch so kann ich den Baum schlank halten. Ich schneide den Baum mit euch jetzt noch kurz fertig, das geht ganz schnell. Alle Triebe, die mir hier dann zu breit wären für einen Säulenbaum, entferne ich hier auf ca. 3-4 cm. Hier habe ich jetzt nur einen kleinen Stummel weggeschnitten. Auch hier hinten schneiden wir zurück. Und sonst lasse ich den Baum sich einfach jetzt mit vielen Blütenknospen garnieren, fruchtbar werden, damit wir im nächsten Jahr möglichst hohe Erträge haben. Alle Schnitte, die wir hier jetzt durchgeführt haben, kann man bei Steinobst auch schon im Spätsommer, August bis Mitte September durchführen. Damit Triebe gar nicht erst so lange werden, bietet sich hier auch die Möglichkeit an, dass man schon im Juni, Juli die wachsenden Triebspitzen entfernt. Im Fachjargon heißt das dann pinzieren, damit der Baum einfach schon noch früher ruhig wird und noch fruchtbarer. Ihr seht jetzt bei uns einmal die verschiedensten Obstarten, schlank wachsende Sorten in Natura, so wie es bei uns wirklich in den Anlagen stehen. Und ich glaube, es ist jetzt auch so einfach und so schlank zu pflanzen, wie es beim Apfel möglich ist, ist bei den anderen Obstarten einfach nicht ganz so einfach. Leider muss ich an dieser Stelle dazu sagen,
die meisten Bilder, die man in diversen Katalogen sieht, sind ganz einfach Fotomontagen. Ihr seht es aber, wenn man weiß, wie man die Pflanzen richtig pflegt, kann man auch eine Kirsche oder eine Zwetschge ganz besonders schlank halten. Zum Abschluss des heutigen Videos schauen wir uns jetzt mit euch auch noch ganz besonders kompakt wachsende Marillen an. Die Sorte, vor der wir hier stehen, hat genau aus diesem Grund auch den klingenden Namen Kompakter. Ihr seht, für einen 5-jährigen Marillenbaum ist dieser noch sehr schlank, also könnte bei Weitem ausladender sein. Ohne richtigen Schnitt ist aber bei Marille derzeit nicht möglich, einen wirklichen Säulenbaum zu haben. Wenn man den jetzt hier schlank halten möchte, empfehlen wir immer wieder einfach das Holz, was zu breit ist, auf besonders schwaches, flaches Holz, was mit Blütenknospen garniert ist, abzuleiten. Bei Marillen ist es besonders empfehlenswert, so zu arbeiten, wie wir es vorher auch schon bei den Kirschen beschrieben haben, mit dem Pinzieren im Sommer, auch hier in den Monaten Juni, Juli. Einfach die roten Triebspitzen bei Marillen, finde ich, sind die besonders markant und hervorstechend. Eine wüchsige Triebspitze bei Marillen kann wirklich fast blutrot werden, dunkelrot. Orange werden sie dann, wenn sie schon beginnen, etwas ruhiger zu werden und sich im Wachstum wieder zu bremsen. Und die Marille wächst ja auch in Schüben, beginnt einmal, hört dann wieder auf, beginnt wieder aufs Neue. Und wenn sie dann einmal im Wachstum ist, einfach die Spitze vorne wegnehmen und dadurch das Wachstum bremsen. Wenn ihr euch persönlich für Säulenbäume verschiedenster Obstarten interessiert, kann ich euch dazu nur empfehlen, schaut einmal bei unserer Homepage vorbei, falls ihr die noch nicht kennt. Ich verlinke euch die jetzt oben in der Infokarte. Dort findet ihr zahlreiche Informationen zu den verschiedensten Obstarten. Und falls dann noch Fragen offen sind, sind wir natürlich auch gerne persönlich für euch da und beraten euch. In diesem Sinne, schöne Grüße aus Polsdorf.